Hallo und herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi und auf der Rückseite befindet sich diese Eierkartonblume. Und es hieß zwar was von groß, aber ich glaube, das groß bezieht sich auf den Wald, in dessen Nähe ich die Eierkartonblume finden werde. Die sieht ganz schön grazil aus. Aber vielleicht habe ich auch Glück und die Eierkartonblume ist groß und ich werde sie dadurch leicht finden. So könnte man sich jetzt streiten, ob der Vogel schneller ist oder ich. Ich glaube, ich bin schneller. Ich hätte gehofft, ich könnte den essen, aber macht ihr spätestens hier. So, und wenigstens das eine obligatorische Wuffelchen, Schnüffelchen nehme ich mit. Denn es ist immer gut, ein ewiges Ei dabei zu haben. Also hier sieht noch nichts nach Blume aus, ne? Warum wackelt das da so? Mysteriös, aber es ist keine Blume, also lass es in Ruhe. Ist auch gut möglich, dass das Ding im Vordergrund steht. Achtet auch auf den Vordergrund, meine Lieben. Man weiß ja nie. Hier ist auf jeden Fall ein dieser Ballon und hier ist keine Eierkartonblume. Ich würde interessieren, ob das Styroporbälle sind oder Tischtennisbälle. So, hier gibt es natürlich auch keine Blume. Ja, auch nicht. Es ist irgendwo im Hintergrund bei einem Weg. Da macht es halt Sinn. Ich wünschte, wir hätten hier ein bisschen mehr Weg. Ich meine, es ist ja auch immer noch die Möglichkeit, dass es sich im Vordergrund aufhält. Aber jetzt ist das Level gleich vorbei und wir haben die Blume nicht gefunden. Aber das heißt nicht, sie kann auch ganz am Ende sein. Und zwar hier. Ha! Nachdem ihr das rosa Wuffelchen gefunden habt. Das rosa Schnuffelchen. Da war sie. Gut. Dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video von Yoshi's Crafted World. Ich bin Mahadevi. Gebt mir einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann macht ein Abo. Läutet die Glocke. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Also bis dann. Tschüss.